Heute geht es bei Edeka um das Thema, wie funktioniert eigentlich Niedrigtemperaturgarn auf dem Grill oder wie man im Fachjargon sagt, Low and Slow Barbecue. Low and Slow bedeutet, wir garen bei Temperaturen so knapp über 100 Grad für eine sehr lange Zeit, damit große Fleischstücke oder auch sehr fetthaltiges Grillgut schon gegart werden, das Fett langsam schmilzt und dass es auch zart wird. Obendrein bekommt das Gargut durch die Zugabe von Rauch auch ein ganz besonderes Aroma. Die bekanntesten Gerichte, die man low and slow zubereitet, sind Pulled Pork, Spare Ribs und natürlich das Brisket, also eine Rinderbrust. Und anhand dieser zeige ich euch heute, wie das funktioniert. Bevor ihr startet, ein Tipp von mir. Macht euch einen Plan, wann ihr essen wollt und rechnet die Zeit, die das Fleisch braucht, dann einfach zurück. Ihr wollt zum Beispiel um 18 Uhr essen und euer Fleisch braucht so ca. 10 Stunden auf dem Grill. Dann legt ihr das Gargut auf jeden Fall vor 8 Uhr morgens drauf. Rechnet immer so eine Toleranz ein, denn meist braucht das Gargut etwas länger. Lieber die Temperatur runterregeln, wenn ihr euch mit dem Gargut auf der Zielgeraden befindet, anstatt zu versuchen, den Prozess zu beschleunigen und nochmal Vollgas zu geben. Das A und O bei dieser Grilltechnik ist Temperaturmanagement. Das heißt, die Temperatur von ca. 110 Grad auf dem Gasgrill oder Holzkohlegrill konstant zu halten und Temperaturschwankungen möglichst zu vermeiden. Ich erkläre euch die Grilltechnik heute, wie gesagt, anhand eines Briskets. Wir haben hier bei Edeka auch schon Ribs und Pulled Pork Low and Slow zubereitet. Diese Rezepte findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Unsere Rinderbrust ist ein sogenannter Fullpacker, also Flat and Point zusammen. Der Vorteil, es hat mehr Fett, kann dadurch länger auf dem Grill bleiben und wird saftiger. Die Rinderbrust oder auch Brisket genannt ist eines der bekanntesten Low and Slow Gerichte. Warum? Weil es nur durch diese Technik super zart wird. Ihr seht hier oben und dazwischen das Fett. Über die lange Zeit auf dem Grill wird das zusammenschmelzen, gibt Geschmack an das Fleisch ab und macht es unheimlich saftig. Und genau dieser Vorgang braucht sehr, sehr lange. Wir brauchen tatsächlich nur ein paar wenige Dinge. Wichtig, ein Grill mit Deckel, in diesem Fall ein Gasgrill, ein Thermometer zur Messung der Kerntemperatur, Fleisch und wie immer wichtig natürlich gute Qualität, Salz, Pfeffer und eine Spritzflasche mit Flüssigkeit. Heizt den Grill schon mal auf 110 Grad vor, so plus minus 10 Grad sind in Ordnung. Aber so über 130 Grad würde ich nicht machen, denn ansonsten wird das Fleisch zäh und trocken. Der Rub. Je nachdem, welches Grillgut ihr verwendet, solltet ihr den Rub frühzeitig draufgeben. Ribs in Pulled Pork könnt ihr mehrere Stunden vorher einrubben. Beim Brisket reicht es, wenn ihr 30 Minuten vorher damit anfangt. Das klassische Brisket in Texas wird einfach nur mit Salz und geschrotetem Pfeffer gewürzt. Und das im Verhältnis 1:1, also sehr simpel. Das machen wir heute auch so. Wenn ihr jedoch noch mehr Punch reinbekommen wollt, habe ich euch hier meinen Barbecue-Rub verlinkt. Der passt auch wunderbar dazu. Unser Grill hat nun 110 Grad erreicht. Dazu habe ich lediglich einen Brenner benutzt, um eine indirekte Hitze zu erzeugen. Da wir mit Gas grillen, brauchen wir noch eine Rauchzugabe. Ich nehme immer eine Mischung an Holzchips. Die können wir in unserem Fall einfach in so eine Räucherpfeife geben. Und ich werde die wahrscheinlich so ein bis zweimal nachfüllen im Abstand von ca. 2 Stunden. Das hängt ganz von eurem Grill ab und ihr merkt immer, wenn die Räucherchips verglüht sind, wenn kein Rauch mehr aufsteigt. Ihr platziert das Gargut auf der gegenüberliegenden Seite der Flamme für die indirekte Hitze. Und mit der dickeren Seite des Fleisches zum Feuer. Also zum Beispiel, wenn ihr Ribs grillt, nehmt ihr die fleischigere Seite und legt sie näher zur Flamme und die weniger fleischigere Seite weg von der Flamme. Wichtig, das Thermometer nicht vergessen. Denn dann habt ihr immer die aktuelle Kerntemperatur eures Grillgutes und dafür das Thermometer mittig ins Grillgut stechen. Je nachdem, wie groß euer Brisket ist, kann das so zwischen 10 und 20 Stunden dauern, bis die Kerntemperatur bei 88 bis 95 Grad ist. Denn erst dann setzt die Fettschmelze ein, davor ist das Brisket eigentlich relativ zäh. Was müsst ihr in der Low- und Slow-Garzeit tun? Kontrolliert die Temperatur eures Grills und die eures Fleisches. Ganz wichtig. Spritzt dunkle Stellen des Fleisches alle 1 bis 2 Stunden mit Wasser oder einer Mischung aus Apfelessig und Wasser ab. Ansonsten verbrennt euch das Gargut an diesen Stellen. Zum Beispiel haben Ribs oft Bereiche, die schneller verbrennen als andere. Füllt, wenn notwendig, Räucherchips nach, sofern keine Rauchentwicklung mehr zu sehen ist. Bei Holzkohlegrill reicht im Prinzip die Holzkohle als Rauchzugabe aus und ihr müsst nichts weiter tun, als abzuwarten. Wenn euer Gargut, in unserem Fall das Brisket, so ca. 70 bis 75 Grad erreicht hat, könnt ihr es in Butcherpaper einwickeln. Der Vorteil ist, es beschleunigt den Garprozess und ihr könnt sicher sein, dass es auch saftig bleibt. Ribs wickelt man auch ein, Pulled Pork nur bei Bedarf. Jedes Grillgut, auch das Brisket, braucht eine gewisse Zeit, bevor man es servieren sollte. Diese Ruhephase ermöglicht es dem Fleisch, sich zu entspannen. Es wird also zarter und die Fleischschäfte, die gegebenenfalls ausgetreten sind, werden teilweise aufgesaugt.
Ein Brisket lässt man so ca. 30 bis 45 Minuten ruhen, am besten in einem Wärmebehälter, damit es nur leichte Temperaturverluste gibt. Zum Beispiel in so einer Thermobox oder im Ofen bei eingeschaltetem Licht. Butterzart, aber trotzdem fällt es nicht auseinander. Dieses leichte Raucharoma, dieses saftige, dieses kräftige. Und eigentlich nur mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und trotzdem kriegt das Aroma vom Rauch, das Fleisch, boah, göttlich. Fazit: Low and Slow bedeutet genau das. Macht euch einen Plan, nehmt euch die Zeit, benutzt Top-Fleischqualität, beschleunigt auf keinen Fall den Garvorgang. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sieht euer Brisket so aus. Und ihr werdet sehen, dass es sich gelohnt hat, diese Zeit zu investieren, denn es schmeckt einfach unfassbar gut. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Hier habe ich euch noch weitere Videos verlinkt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.